jetzt ist so ein Thema hochgeschaukelt worden in den Medien, wahrscheinlich, weil gerade Sommerloch ist. Und zwar soll es im Vorstand der bekannten Partei Die Grünen eine Prollerei gegeben haben. Es ging angeblich um einen Wahlkampfposten oder so. Ein gewisser Sensationsgehalt steckt natürlich darin. Man hätte doch Cem Özdemir zu gern mal brüllen gehört oder gesehen. Vielleicht hat es doch jemand digital festgehalten und stellt es auf YouTube. Das würde der Überhit. Und die Grünen hätten den Wahlkampf schon gewonnen. Der Streit soll so schlimm gewesen sein, dass die Grünen noch ein paar CO2-Zertifikate kaufen mussten, um die verursachte Klimaerwärmung zu lizenzieren. Morgen geht's weiter.